Der schwierige Alltag nach dem Fest. Hier der Vorbericht des Kollegen Christoph Dach zu Herthas Auswärtsspiel in Mainz. Eine unangenehme Mannschaft. Die Mainzer müssen heute Nachmittag auf Daniel Brosinski, Oberschenkelverletzung, verzichten. Auch der Einsatz von Robin Quaison, der sich in dieser Woche im Training eine Zerrung im Hüftbeuger zugezogen hat, ist fraglich. Da Trainer Sandro Schwarz in der Pressekonferenz auf die besondere Wichtigkeit des Schweden für das eigene Spiel hingewiesen hat, werden die Mainzer wohl alles probieren, damit Quaison mitwirken kann. Herthas Trainer Pal Dardai erwartet einen kompakten und robusten Gegner. Das ist für uns eine unangenehme Mannschaft. Aber wir sind der Favorit. Das müssen wir hinkriegen. Wer spielt hinten links, Plattenhardt oder Mittelstädt? Neben der Torhüterfrage gibt es eine weitere wichtige Personalie bei Hertha BSC. Wer spielt als linker Außenverteidiger, Marvin Plattenhardt oder Maximilian Mittelstädt? Die Frage ist Trainer Pal Dardai auch am Donnerstag bei der Pressekonferenz gestellt worden. Gute Frage, antwortete er. Plattenhardt ist quasi seit Dardai erstem Arbeitstag vor 3,5 Jahren unangefochtener Stammspieler bei Hertha. In Mainz, beim Trainerdebüt des Ungarn, stand er überraschend in der Startelf, nachdem er unter Dardai Vorgänger Jos Luhukay keine Rolle gespielt hatte. Seitdem hat er diesen Platz nicht mehr geräumt. Vor einer Woche aber, beim Sieg gegen die Bayern, saß Plattenhardt im Sommer immerhin noch WM-Teilnehmer, nur auf der Bank. Sein Trainer sprach von einer Vorsichtsmaßnahme. Doch jetzt gerät sein Status nachhaltig in Gefahr. Dardai sagte am Donnerstag, er schaue jetzt von Spiel zu Spiel, wer als Linksverteidiger besser zum Gegner passe. Meine Prognose, Mittelstädt bleibt als Teil der siegreichen Bayern-Besieger-Mannschaft gegen die Mainzer im Team. Für Marvin Plattenhardt, 26, wäre das die zweite schlechte Nachricht in nur 2 Tagen. Als Bundestrainer Joachim Löw am Freitag das Aufgebot für die beiden Länderspiele in Holland 13. Oktober und in Frankreich 16. Oktober bekannt gab, fehlte sein Name erneut. Im September war Plattenhardt nicht nominiert worden, weil er verletzt war. Und jetzt ist das schon was Ernstes. Muss sich Plattenhardt Sorgen um den Fortgang seiner Karriere in der Nationalmannschaft machen? Diesmal hat Löw dem Berliner Jonas Hector vom Zweitligisten 1. FC Köln vorgezogen und Nico Schulz, Plattenhardts früheren Teamkollegen bei Hertha BSC. Maximilian Mittelstädt, 5 Jahre jünger als Plattenhardt, wird bei Hertha perspektivisch durchaus der Sprung in die A-Nationalmannschaft zugetraut. Am Freitag ist er diesem Ziel ein kleines Stück näher gekommen, der 21-Jährige könnte in der kommenden Woche sein Debüt für die deutsche U21 feiern. Mit diesem Kader ist Hertha BSC nach Mainz gereist. Wenn mich nicht alles täuscht, ist es der gleiche wie der fürs Spiel gegen die Bayern, mit einer Ausnahme natürlich Torhüter Rune Jahrstein, der am vergangenen Wochenende gefehlt hatte, ist wieder dabei. Bei der PK am Donnerstag hörte sich Trainer Pal Dardai noch so an, als würde Thomas Kraft im Tor bleiben. Meine Prognose aber lautet, wenn Jahrstein es in den Kader geschafft hat, wird er auch in der Startelf stehen. Für Pal Dardai ist das Mainzer Stadion ein besonderer Ort. Hier begann vor 1337 Tagen im Februar 2015 die Karriere des Bundesliga-Trainers Dardai. Und das mit einem wichtigen 2:0 Erfolg. Heute ist der Ungar hinter Freiburgs Christian Streich der Coach, der am längsten im Amt ist. Die Mainzer hatten im selben Zeitraum 3 Trainer, Kaspar Juhlmand, Martin Schmidt und eben jetzt Sandro Schwarz. Mit dieser Aufstellung spielten die Berliner vor 3,5 Jahren bei Dardai Debüt, Kraft, Pekarik, Hegeler, Brooks, Plattenhardt, Skelbrit, Lustenberger, Behrens, Stocker, Schulz, Schieber. Eingewechselt wurden später noch Niemeyer für Stocker, Hosogai für Skelbrit und Wagner für Behrens.
Spieler des Tages im Kicker war übrigens ein gewisser Jens Hegeler, der mit seinem verwandelten Elfmeter zum 1:0 das Spiel in die richtigen Bahnen lenkte. Seitdem übrigens hat Hertha in Mainz nicht mehr gewonnen, ein Unentschieden, zwei Niederlagen und nicht mal ein Tor geschossen. Hier noch der Spielbericht aus dem Tagesspiegel zu Palda, der Bundesliga-Debüt als Trainer. Mainz 05 ist Herthas Angstgegner. Es ist schon paradox, das 2:0 am vergangenen Wochenende gegen die Bayern war für Hertha das vierte Spiel hintereinander ohne Niederlage gegen den Rekordmeister. Kein anderer Bundesligist kann eine derartige Erfolgsserie gegen die Münchner vorweisen. Die Mainzer aber sind für die Berliner so etwas wie die Anti-Bayern. In der vergangenen Saison hat Hertha beide Spiele gegen den Abstiegskandidaten verloren, 0:1, 0:2 und dabei kein Tor erzielt. Insgesamt haben die Mainzer nun sogar schon drei Spiele hintereinander ohne Gegentor gegen die Berliner gewonnen. Es ist ihre historische Bestmarke. Die Kunst ist nicht einmal in 10 Jahren die Bayern zu schlagen, sagt Herthas Trainer Pal Dardai. Die Kunst ist jetzt nach Mainz zu fahren und mit 3 Punkten zurückzukommen. Hertha BSC schielt auf die Tabellenspitze nach dem 2:0 von Werder Bremen gegen den VfL Wolfsburg. Am Freitagabend geht es heute Nachmittag weiter mit dem 7. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Da die Bayern erst am Abend um 6:30 ihre Krise mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach beenden werden, kann die Mannschaft von Hertha BSC das nachholen, was ihr vor einer Woche, trotz des Sieges gegen den Rekordmeister, um ein Tor verwehrt geblieben ist, den Sprung an die Tabellenspitze. Voraussetzung dafür ist zum einen ein Sieg beim FSV Mainz 05, zum anderen darf Borussia Dortmund zu Hause nicht gegen den FC Augsburg gewinnen. Aber selbst wenn, es wäre vermutlich nur für 3 Stunden, bis die Münchner Hertha von Platz 1 verdrängen würde. Und hier noch einmal alle noch ausstehenden Begegnungen des 7. Spieltags auf einen Blick. Borussia Dortmund, FC Augsburg, Hannover 96, VfB Stuttgart, FSV Mainz 05, Hertha BSC, Fortuna Düsseldorf, FC Schalke 04, alle heute, 15.30 Uhr. Bayern München, Mönchengladbach, 18.30 Uhr. SC Freiburg, Bayer Leverkusen, morgen, 13.30 Uhr. TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, morgen, 15.30 Uhr. Leipzig 1. FC Nürnberg, morgen 18.00 Uhr.